willkommen zu Unterwegs in Haiger. Herzlich willkommen heute wieder aus Dilbrecht. Ich bin Pfarrer Hartmut Eglinski. Der Wochenspruch lautet: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Das steht in Psalm 66, Vers 20. Und ich möchte uns gerne auch noch die Verse davor zu Gemüte führen. Ab Vers 16. Psalm 66, ab Vers 16. Kommt her, höret zu, alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er an mir getan hat. Zu ihm rufe ich mit meinem Munde und pries ihn mit meiner Zunge. Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte Gott, der Herr, nicht gehört. Aber Gott hat mich gehört und gemerkt auf mein Flehen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Beten ist ja erst einmal eine etwas eigenartige Sache. Wir sprechen, und ich hoffe, wir sprechen. Manche flüstern nur oder bleiben stumm im Gebet, aber ich hoffe, wir sprechen und trauen uns, es auch zu sagen, mit auszusprechen, laut zu reden, laut mit Gott zu kommunizieren. Am besten dann, wenn es sonst keiner hört. Aber es ist doch eine etwas seltsame Sache, weil wir sprechen und sehen ja unser Gegenüber nicht. Rufen hinein in einen Raum, in den offenen Raum, in fast schon einen unendlichen Raum. Aber in der Hoffnung, dass dieser Raum ein Raum ist, der von Gottes Geist erfüllt ist. Ein Raum, in dem jemand mich hört. Nicht etwas, sondern jemand, Jesus Christus. Und wenn wir uns diesen Psalm anschauen, ist die Frage, was machen wir damit? Soll ich ihn auslegen? Ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt, mal kurz zu schauen, um Missverständnisse vorzubeugen. Wenn da zum Beispiel steht, aber Gott hat mich erhört. Und, aber wenn ich was Unrechtes vorgehabt hätte, so hätte es Gott nicht gehört. Soll es etwa heißen, dass der Beter absolut sinnlos war und dass das Voraussetzung wäre, dass seine Gebete gehört haben, könnte man vielleicht so herauslesen. Aber aus dem Zusammenhang ergibt sich für mich, dass das Gebet, was er auf der Zunge hatte, ein Gebet war, das nicht verankert war im Unrecht. Etwas, was nur ich bezogen gewesen wäre. Nein, das Gebet, was er, der Beter, gebetet hat, war etwas, was nicht dem Bereich der Sünde entspringt. Heißt aber nicht, dass dem Beter sonst Sünde nicht bekannt gewesen wäre. Und so ruft uns dieser Psalm ins Gebet. Kommt her und höre zu. Aha, zuhören sollen wir da auf das, was Beter erlebt hat. Zuhören auf das, was er erlebt hat, nämlich Gebetserhörung. Dinge, wo gebetet wurde und Gott hat gehört und er hört und eben nicht verworfen. Das ist ja auch so eine Frage, die wir uns immer wieder stellen als Menschen. Hört Gott mich überhaupt? Wenn ja, warum hört er nicht? Dafür gibt es auch gute Antworten. Aber die sind heute nicht mein Thema. Mein Thema ist es, dass es eben nicht so ist, dass ich glauben müsste, meine Gebete werden von Gott nicht erhört. Denn in Jesus Christus, durch sein Kreuz, haben wir jederzeit Zugang zu dem Vaterherz Gottes. Und so hat uns Jesus auch immer wieder in unterschiedlichster Weise aufgerufen zu beten. Egal, ob es das stürmische Gebet ist, das bedrängende, unnachgiebige Gebet, ja, mit dem man Gott bedrängt, bitte um Vergebung, die Fürbitte oder der Dank und natürlich das Vaterunser, das uns immer wieder daran erinnert, dass es nicht um meinen Willen geht, sondern um seinen. Und dann will ich uns auch daran erinnern, wenn wir beten, ja, worum bitten wir? Was ist unser Ansinnen? Was ist unser Ziel? Das ist so ein bisschen das, was in dem Psalm rauskommt.
Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte, wie konnte das aussehen? Naja, Jesus hat es vielleicht so zusammengefasst in den Worten: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch all das zufallen, was ihr zum Leben braucht. Bittet nicht so, als ob es Gott nicht gäbe, so als ob er euch nicht hören würde, sondern bittet und betet im Vertrauen, dass Gott euch versorgt. Aber bittet und betet umso heftiger und intensiver für die Menschen, die nicht ihr selbst seid, sondern die, wo ihr seht, dort ist Unrecht im Schwange, dort ist was nicht in Ordnung, dort passiert etwas, was nicht in Gottes Absichten liegt. Ja, da sollen wir im Gebet eintreten und für andere beten und vielleicht eben auch erleben, wie Gott antwortet. Kommt her, höre zu. Kommt, ihr seid hergekommen virtuell nach Dilbrecht und so will ich auch virtuell eine Antwort geben auf die Frage: Kommt her und höre zu, was Gott getan hat. Ja, vorletztes Wochenende waren wir mit den Konfirmanden unterwegs, Konfi-Freizeit. Und ich war mir so sicher, dass die Klettergartenaktion das absolute Highlight hätte sein können sollen für diese Konfi-Freizeit, wo wir dann auch gesprochen haben über Glauben und Vertrauen und Loslassen. Aber nein, gebetet hatte ich für diese Freizeit, dass es gut wird für die Konfis, dass sie etwas mitnehmen. Und sie haben letztlich etwas ganz anderes mitgenommen, als ich das eigentlich so geplant hatte. Wir hatten auf dem großen Feldberg am Samstagabend den herrlichsten Sonnenuntergang, den man sich vorstellen kann, mit 80 bis 100 Kilometer Fernblick. Eine Teilnehmerin konnte einfach es nicht bei sich behalten und hat laut herausgerufen: Ich bin so dankbar. Und hat dann, ja, ich würde sagen, gepredigt. Dankbar. Dankbar dafür, dass Gott unsere Gebete erhört und uns Dinge schenkt, die wir uns manchmal gar nicht vorher überlegt haben. So wie diesen Sonnenuntergang. Daher mit Vers 20: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Gebetszeit, vielleicht auch eben mit Psalm 66.